Hey Hydropiraten und Porenta-Fans, naja, eure Vorhersage hat sich tatsächlich bestätigt, aber es war ja auch irgendwie irgendwo klar. Wir gehen mal genau auf die neue Porenta-Entwicklung ein, aber zuerst kommt das Intro. Viel Spaß! Ja, viele haben es sich so sehr gewünscht und da ist es. Also mal um vorweg zu sagen, es war ja tatsächlich mal eine Porenta-Entwicklung geplant gewesen. Die sah ungefähr so aus und jetzt bekommt es in Pokémon Schwert und Schild eine Weiterentwicklung. Um spezifischer zu sein, kommt es nur in Pokémon Schwert vor. Es gehen aber jetzt schon Gerüchte rum, dass dies nur die Schwertform sei und dass in der Schildform eventuell das Schild von Lauchzelord im Vordergrund steht. So heißt das Ding übrigens. Ich finde, es sieht einfach cool aus. Also, ne, es gibt bessere, aber es gibt bei weitem schlechtere. Ich finde, es sieht für meinen Geschmack super gut aus. Ich muss aber auch sagen, ich denke, in Pokémon Schild wird es ein ganz anderes Pokémon geben. Vielleicht Lapras, wer weiß, wäre cool. Ich habe keine Ahnung. Weil Pokémon war immer schon so ein Game, was die Leute irgendwie verbinden lässt, ja, in Kontakt treten lässt. Ja, man muss irgendwie noch so einen Gegenspieler finden, der das gegengesetzte Pokémon hat, um zu tauschen. Deswegen glaube ich nicht, dass Lauchzelord zwei verschiedene Entwicklungen hat pro Edition. Das denke ich wirklich nicht. Sein Name setzt sich zusammen aus Lauch, wer hätte es gedacht, und aus dem Namen Sir Lancelot. Ja. Sir Lancelot war eine Sagenfigur der mittelalterlichen Artus-Romane. Wenn man jetzt bei Lauchzelord Schild und Schwert betrachtet, hat es da ja eine Schnittstelle, ne, bei beiden. Und wenn man jetzt nochmal die Farbe betrachtet, kann man davon ausgehen, dass beide eigentlich mal eins waren, also so eine Art Zepter. Seine Kategorie ist das Wildenten-Pokémon und der Typ ist Kampf, also wirklich das komplette Gegenteil von Porenta selber, weil das war ja Normal und Flug. Und die Größe ist 0,8 Meter und das Gewicht 117 Kilogramm. Das macht mich ein bisschen stutzig und es kann nur die Fähigkeit Felsenfest besitzen. Aber bei dem Gewicht und der Größe muss es ja eine große Masse besitzen. Wenn du das Ding zu Thanksgiving servierst, dann kannst du zwei Armeen durchfüttern, das sag ich dir. Tagelang hat man ja auf der offiziellen Nintendo-Seite nur so ein gepixeltes Durcheinander gesehen und da auch noch nur die Hälfte des Textes. Und jetzt lautet der Text, der ist jetzt nämlich komplett freigegeben: Porenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelord, verwelkt seine Lauchstange, zieht es sich vom Kampf zurück. Weitere Informationen sagen, dass es eher ein ruhiges Pokémon ist und wirklich nur auf sehr faire Kämpfe aus ist. Durch seine edle Art zu kämpfen ist Lauchzelord dafür bekannt, dass Gemälde von ihm erstellt werden. Einer der Gemälde, was besonders berühmt ist, ist ein Kampf zwischen Lauchzelord und Cavalanzas. Ich meine, beide besitzen so eine Art Lanze. Ich habe da zwei Thesen. Entweder ist Cavalanzas der Erzfeind von Lauchzelord oder es gab einfach mal random zwischen Lauchzelord und einem Cavalanzas einen ultra-epischen Kampf, den man bis heute nicht vergessen konnte. Seine Lauchausrüstung, also Lanze und Schild, ist wirklich alles für es und es pflegt es über Jahre hinweg. Aber wenn es bis einmal verwelkt ist, dann zieht sich Lauchzelord komplett vom Kämpfen zurück. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Aber sagt mal, was haltet ihr eigentlich von Lauchzelord? Also vom Auftreten, vom Aussehen her, von den Typen, von deiner Fähigkeit oder von der Idee generell? Schreibt es mir mal unbedingt unten in die Kommentare, dann können wir sehr gerne gechillt drüber diskutieren. Ansonsten würde ich sagen, alle wichtigen Infos zu Social Media und Musik wie immer unten in der Videobeschreibung. Also Hydropiraten, werft den Ball nicht zu weit, euer Tenmaru. Ciao!